Ich glaube, den Dingen, denen wir eine große Zukunft versprechen, haben sie meistens nicht. Das lehrt uns irgendwie die Geschichte, ist irgendwie eine Erfahrungssache. Den Produkten, denen wir nur eine kurze Lebensdauer versprechen, leben oft, sind unzerstörbar und leben oft ewig. Ein Urmöbel ist sicher der Tisch. Also ich glaube, in jeder Wohnung muss ein Tisch passieren, weil also da wird gegessen drauf, da wird gearbeitet, also auch gearbeitet, da kann man irgendwie auch arbeiten im Sinne von was basteln oder was tun. Da wird geschrieben, also der Tisch ist schon ein ganz wichtiges Möbel in einem Lebensraum. Und dann gibt es natürlich noch spannende Möbel aus der Vergangenheit, die vielleicht ein bisschen vergessen worden sind, aber die vielleicht nicht für alle Menschen, aber für einen Teil von den Menschen wieder Bedeutung haben. Das wäre jetzt zum Beispiel die Truhe, ist so ein Möbel. Also Truhen waren ja immer so früher die Möbel, die sind so mitgewandert, oder? Die hast du vielleicht irgendwie, wenn du auszogen bist oder geheiratet hast, irgendwie als Aussteuer bekommen. Und da war dann auch das ganze Hab und Gut drinnen. Und dann sind sie immer von Haus, also von Wohnung zu Wohnung irgendwie auch mit übersiedelt und überarbeitet worden. Und das sind eigentlich Möbel mit Geschichte und Möbeln, die ein bisschen spiegeln, was man vielleicht schon alles mit den Jahren erlebt hat. Und das, glaube ich, ist ein Möbel, das wieder Zukunft hat. Produkte mit großer Qualität. Das, was gut ist, hebt man auf, bleibt übrig. Deswegen entsteht auch leicht die Illusion, dass in der guten alten Zeit alles so gut und schön war, weil einfach die guten Sachen übrig bleiben. Ich denke, viele, viele Maschinen auch, die früher mit Muskelkraft betrieben wurden, die haben sicher Zukunft, weil das wird es weiterhin geben. Die Energie aufzubringen, um Maschinen zu betreiben, sei es jetzt aus Strom, fossile Energieträger, man weiß ja nicht, wie man das in Zukunft bewerkstelligen kann. Nicht? Und darum glaube ich, dass das alles, was sich irgendwie durch Muskelkraft bewegen lässt, auch Zukunft haben wird. Tatsächlich sind es jene Produkte, die die ganz grundlegenden Vorgänge im Leben schöner, poetischer, funktioneller machen. Wir essen, wir schlafen, wir bewahren, sammeln Dinge. Deshalb sind es tatsächlich für mich jene Produkte wie vielleicht das Besteck Mono A von Peter Raake oder das Regal von Dieter Rams. Also es sind Dinge, die unverändert einen Stellenwert haben im Leben. Schwieriger wird es, wenn technologische Veränderungen dazukommen. Dann sind viele Dinge einfach abgelöst worden. Auch wenn die Produkte für Braun zum Beispiel schön sind, sie haben keinen Stellenwert mehr, außer als Sammlerwert. Bücher. Also im Gegensatz zu vielen anderen Menschen glaube ich, dass Bücher sehr wohl eine Zukunft haben. Ich glaube nicht, dass sie durch die Digitalisierung obsolet werden. Die guten Produkte. Also wir sind ein sehr gutes Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Trinkservice, das mein Ururgroßonkel 1856 entworfen hat, ist nach wie vor ein unserer Bestseller. Ist in Designbibeln abgebildet und jetzt über 150 Jahre alt. Das ist für mich ein gutes Produkt und das macht Sinn, behalten zu werden. Wir haben zum Beispiel sehr viel schlechte Produkte auch gemacht. Das ist immer haaresträubend, wenn ich teilweise durch unsere Archive streife. Die Zeit sortiert das aus. Also auch wenn ich heute ein neues Produkt entwickle, kann ich nicht hundertprozentig davon ausgehen, auch wenn ich jetzt total überzeugt bin, dass das in 20, 50 Jahren noch Sinn macht. Es kommen ja wieder Sachen zurück, die 80er und die 90er. Also viele Sachen, die halt da irgendwie cool waren, werden halt jetzt auf eine andere Art und Weise wieder recycelt. Und ja, ich glaube, da geht es halt von vielen Sachen, mit denen wir halt aufgewachsen sind. Wahrscheinlich die Mozartkugeln. Die wird man sicher in einigen 100 Jahren auch noch verkaufen.